Arm im Alter trotz abschlagsfreier Rente. Ist das möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Muss ich Angst haben, dass ich nach 45 Jahren Arbeit und der Aussicht auf eine abschlagsfreie Altersrente arm im Alter bin? Ja, diese Aussicht besteht in der Tat. Aktuell sind nach einer Auskunft der Bundesregierung rund 6 Millionen Menschen, die in Vollzeit arbeiten, auch dann von Altersarmut betroffen, wenn sie nach 45 Jahren Arbeit eine abschlagsfreie Altersrente bekommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Über 6 Millionen Menschen gehen 45 Jahre arbeiten und sind dann, wenn sie im Ruhestand sind, von Altersarmut betroffen. Es betrifft vor allen Dingen Menschen, die im Pflegebereich, im Gesundheitssektor, Kranken- und Rettungswesen oder auch als Verkäuferin und Hebammen arbeiten. Und diese Menschen erhalten im monatlichen Durchschnitt weniger als 6.500 Euro brutto. Und wie Sie mich ja wahrscheinlich schon aus anderen Videos kennen, ich möchte das immer ganz genau wissen, ob das wirklich stimmt mit der Altersarmut. Und zwar habe ich mal hochgerechnet mit einem Bruttoeinkommen von 2.650 Euro, habe das dann runtergebrochen auf 45 Jahre und dann gucken wir einfach mal, zu was für einem Ergebnis ich da gekommen bin. Unsere Susi wohnt in München, hat 45 Jahre, meinetwegen in Teilzeit in einem Pflegeheim gearbeitet, hat selber keine Kinder und die will am 1.5.2021 in eine Altersrente gehen. AR ist Altersrente. Und unsere Susi hat monatlich 2.650 Euro verdient. Das berechne ich jetzt mal im ersten Schritt auf 12 Monate mal 12. Das sind das gleich als Jahreseinkommen 31.800 Euro. Und im ersten Schritt berechne ich jetzt mal die Entgeltpunkte und rechne das auf 45 Jahre hoch. Also ich nehme die 31.800 Euro und teile die, also dividiere die durch das Durchschnittseinkommen, welches im Jahr 2021 gilt, von 41.554 Euro. Das ergibt im Schnitt für dieses Jahr, also für ein Jahr Arbeit, 0,7655 Entgeltpunkte. Jetzt mache ich das für die, jetzt rechne ich das für die 45 Jahre hoch, nehme ich also 45 Jahre mal 0,7655 Entgeltpunkte und das ergibt dann 34,4475 Entgeltpunkte. Das heißt also, unsere Susi bekommt bei 45 Jahren Arbeit 2.650 Euro Bruttomonatseinkommen, hat sie 34,4475 Entgeltpunkte. Und jetzt berechne ich für unsere Susi mal die Monatsrente brutto. Also, die geht zum 1.5.2021 hier in Rente. Dann nehmen wir also diese Monatsrente. Monatsrente ist gleich. Ja, und wir haben ja gesagt, dass es eine abschlagsfreie Rente ist. Also nehmen wir die 34,4475 Entgeltpunkte mal 1,0. 1,0 ist ohne Abschlag. Dann wieder 1,0. Das ist der sogenannte Rentenartfaktor als Altersrente. Und mal 34,19 Euro. Das ist der aktuelle Rentenwert West, der sich im Übrigen im Jahr 2021 leider nicht verändert. Dann komme ich auf eine Monatsrente von sage und schreibe 1.177 Euro und 76 Cent. Das ist die Brutto-Monatsrente, die unsere Susi bei 45 Jahren Arbeit mit 34,4475 Entgeltpunkten erhält. Natürlich sagen wir jetzt ganz einfach, wir wollen
es aber noch genauer wissen, denn wir wollen ja wissen, was hat sie wirklich dann monatlich zur Verfügung? Was ist die Nettorente? Ja, also Nettorente. Nettorente ist also der Auszahlbetrag dieser monatlichen Rente. Und da ziehe ich von diesen 1.177 Euro einfach mal pauschal 11% ab. 1.177,76 Euro mal 11%. Und das ergibt dann eine monatliche Nettorente von 1.048,21 Euro Nettorente. So. Und nun stelle ich Ihnen folgende Frage. Vielleicht können Sie die ja mal durchdiskutieren bei sich zu Hause. Wie wollen Sie mit einer Nettorente von 1.048,21 Euro in München eigentlich als Rentner leben? Das geht meiner Ansicht nach nicht. Das heißt also, Susi ist für meine Begriffe auf jeden Fall altersarm, wenn sie nur dieses Einkommen im Alter hat. Und was noch erschwerend hinzukommt, ist, unsere Susi wird bei dieser Rentenhöhe, 1.048 Euro, nach der aktuellen Rechtslage im Jahr 2021 keinen Anspruch auf die Grundrente haben. Im Ergebnis kann ich also sagen, wenn man 45 Jahre arbeitet, bei 2.650 Euro Bruttoeinkommen, werden Sie altersarm sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.